Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute einfach Geld verdienen mit dem Verkauf von Shopify Stores. Also, wir erstellen diese Shops und können damit Geld verdienen. Sehr geil, oder? Das ist doch mal eine coole Dienstleistung. Das ist der Kanal hinter dem Geschäft vom Leon Chetari. Ja. Zwei Daumen runter, acht Daumen hoch, gutes Verhältnis, aber wir erstellen diese Shops und er erklärt uns das jetzt cool, oder? Das checken wir doch einfach mal ab. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video will ich euch gerne zeigen, wo und wie ihr euren Shopify Store online verkaufen könnt. Es gibt da übrigens mehrere Alternativen und diese würde ich euch gerne hier in diesem Video vorstellen. Mehr dazu. Natürlich, es gibt immer mehrere Alternativen. Es ist ja nichts alternativlos. Mit Spaß, komm. Also ist eine coole Idee, ne? Du kannst sie auch massenhaft erstellen. Es gibt ja auch die Leute, die halt Instagram-Accounts erstellen, powern die hoch und verkaufen die dann. Ich kenne sogar Leute, die erstellen YouTube-Kanäle auf 4000 Watchtime und 1000 Abonnenten und dann verkaufen sie die und so. Also du kannst alles verkaufen. Es gibt immer irgendwo einen Kunde dafür. Dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Übrigens, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonnieren könntet. Ein Button dazu befindet sich unter diesem Video. Schon mal vielen, vielen Dank im Voraus. Ich denke, einige von euch haben sicherlich schon mal einen Shopify Store erstellt und vielleicht habt ihr auch mit diesem Shopify Store Einnahmen erzielt und habt dann aber, nachdem der Store vielleicht nicht mehr profitabel war, den Store einfach zugemacht und mit dem Store nichts weiter getan. Ihr hättet aber einiges an Einnahmen erzielen können. Das heißt, dieses Video hier richtet sich vor allen Dingen an die Leute, die jetzt noch einen Shopify Store aufhaben und die zum Beispiel sagen, okay, ich würde gerne diesen Shopify Store verkaufen. Und natürlich auch richtet sich dieses kleine Video hier an jede Person, die eines Tages mal einen Shopify Store aufbauen möchte, vielleicht aus dem Aufbauen von Shopify Store ein Business machen möchte oder die vielleicht sagt, okay, wenn mein Shopify Store tatsächlich nicht so gut funktioniert oder irgendwann nicht mehr profitabel ist, dann würde ich ihn sehr, sehr gerne verkaufen. Ja, auf jeden Fall gute Idee. Ich habe jetzt einen Coaching-Kunden gehabt diese Woche, der hat auch einen Shop und man kann natürlich auch Affiliate-Links reinpacken. Also wenn der gut SEO-mäßig gefunden wird und du hast die Produkte nicht mehr auf Lager oder so, kannst du natürlich auch Amazon-Produkte promoten. Achso, Affiliate-Marketing machen, was mein Steckenpferd ist. Ne? Mein Jetset-Affiliate-System, da erzähle ich dir alles über Affiliate-Marketing, wie ich es mache und so. Also Affiliate-Marketing, wenn du überhaupt keinen Bock mehr drauf hast und der hat ein gutes Ranking bei Google und Co. Ja, warum nicht? Ich habe hier zum Beispiel mal so einen kleinen Beispiel-Store vorbereitet. Auch wenn du dann so einen Shop verkaufst und hast dann 5000 Kundendaten, also die E-Mail-Adressen, muss man so rechtlich, je nachdem in welchem Land du bist, so ein bisschen aufpassen, dass man einen vernünftigen Vertrag macht. Aber du kannst natürlich dein Business verkaufen mit Kundendaten. Das ist ein Businessmodell, ja. Den habe ich einfach nur genannt, Beispiel T-Shirt Store. Und auf diesem Store verkaufe ich unterschiedlichste Produkte. Zum Beispiel hier so einen, sag jetzt mal so einen Rahmen mit dem Design drauf. Dann zum Beispiel ein Foto, ein Sticker und so weiter und so fort. Und nochmal, das sind natürlich alles nur Beispieldesigns, bevor jetzt viele Leute in der Kommentarsektion schreiben. Aber kein Mensch kauft da irgendwas mit dem Smiley drauf. Ich weiß. Also gut, fangen wir mal an. Nämlich der Store hier ist relativ simpel. Aber das Smiley war gut. Also, außerdem kaufen auch Leute T-Shirts mit einem Smiley drauf. Habe ich auch oft schon gesehen. Ist jetzt vielleicht nicht mehr der Trend. Das war vielleicht mal so 80er Jahre oder so. Aber ja. Ich habe diesen Store zusammengestellt in, denke ich mal, ungefähr eine Stunde oder sowas. Er hat aber alle Funktionalitäten. Es sind Produkte drin. Die Produkte haben Beschreibung und so weiter und so fort. Und tatsächlich wurden mit diesem Store hier schon einige Sales generiert. Und mit solch einem Store könnte man sicherlich ein paar hundert Euro machen. Wenn ihr natürlich dann einen sehr viel größeren Store habt mit sehr viel mehr Traffic, auch vor allen Dingen sehr viel vielleicht organischem Traffic, dann könnt ihr hier sehr, sehr viel mehr Geld tatsächlich verdienen. Das heißt, viele, viele tausend Euro mit nur einem einzigen Store. Wenn ihr zum Beispiel auf solche Plattformen geht wie Exchange Marketplace, könnt ihr jederzeit eure Stores verkaufen. Wir können ja hier oben einfach mal sagen, wir Merch eingeben und können damit mal nach Merch Stores suchen. Zum Beispiel hier Merch for Mimas, $240. Dann hier zum Beispiel Among Us Merch. Da würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube nicht, dass sie dazu die Rechte haben. Dann The Merch. Das stimmt, der hat die Rechte, ist wahrscheinlich, das ist so. Also, da musst du echt aufpassen. Du kannst ja nicht einfach. Es gab echt mal jemand, der hat mich vor 2 Jahren angeschrieben. Er hat voll die tolle Idee. Er will so einen T-Shirt-Shop machen und so. Und möchte da Disney-Logos drauf machen und Figuren aus dem Disney-Universum und so. Und
Der hat das nicht verstanden, dass Disney da Rechte hat und dass dann, also wenn du das wirklich hartnäckig machst, wirst du dein Leben lang nicht mehr froh. Weil die Anwälte von Disney reiben sich die Hände. Also passt da auf, habt ihr die Rechte an etwas oder habt natürlich, wenn ihr etwas Neues generiert, ja. Ne? Selbst so ein Smiley war, glaube ich, schon mal hatte Rechte, oder? Keine Ahnung, ob die immer noch Rechte haben, diese Smileys, aber das war, glaube ich, mal so. Purge, Jake Paul, da würde ich vielleicht auch von die Finger lassen, außer es ist wirklich er, der es verkauft, Swag Junkies und so weiter und so fort. Und wir können uns hier einfach mal einen von diesen Stores hier anschauen, nämlich diesen hier, Merch for Memes. Und wir sehen, dieser Store hier, können wir auch mal aufrufen, wenn wir das möchten. Okay, der ist passwortgeschützt, der ist unschön, aber dieser Store hier, der sieht okay aus, ist aber sicherlich nicht unglaublich professionell. Dieser Store hier... Okay, keine Ahnung. ...geht weg für $240 und der Average Profit sind gerade mal $11 pro Monat. Was hat... Aber mit Domain, ne? Also inklusive Domain, das ist ja schon mal... Keine Ahnung. Natürlich sehr, sehr wenig. Ist wenig, ja. Welche Performance die hier so haben. Insgesamt gerade mal 414 Sessions pro Monat. Da hat selbst mein Beispielstore definitiv mehr. Dann Average Revenue sind gerade mal $35 pro Monat. Profit Margin sind 15% und Average Sales pro Monat sind gerade mal ein einziger Sale pro Monat und Total Revenue liegt gerade mal bei 351. Also wirklich extrem wenig. Ich denke mal, die haben einfach vielleicht den über den YouTube-Kanal vor einem Tag mal gepusht oder möglicherweise für ein paar Wochen vielleicht mal, haben aber dann anschließend ja, keine weitere Reichweite mehr für den Store aufbauen können und dementsprechend ist da so gut wie nichts bei rausgekommen. Und solch ein Store geht weg für $240. Das wissen wir nicht, ne? Der ist ja nicht verkauft, das ist ja nur ein Angebot. Wenn ich dir jetzt $50 für biete, vielleicht kriege ich den. Also, der ist ja jetzt, war ja jetzt kein Verkauf, ne? Also, ob er dafür weggeht, wissen wir nicht. Wir können ja schon mal gucken, ob es irgendwelche Gebote gibt. Also dieser Store zum Beispiel $42, könnte ich jederzeit hier auf Contact Seller klicken und könnte diesen Store von der Person abkaufen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich würde gerne mein Business über den Exchange verkaufen, dann klickt einfach hier oben auf Sell Your Business und dann kann ich jetzt hier meinen Store Name hinzufügen, kann anschließend dann die ganzen Daten eintragen, die relevant sind, kann Beschreibungen hinzufügen. Sehr cool, da gucke ich gleich mal ein bisschen drauf. Vielleicht finde ich was Tolles, was ich kaufen kann. Nun, kaufen ist immer gut. So weiter und so fort. Und dann auf Add My Shopify Store klicken und dieser Store wird dann offiziell hier über den Exchange Marketplace verkauft und Leute können sich dann genau diesen Store von euch holen. Und ihr habt gesehen, der Store, den wir eben gerade gesehen haben, ein wirklich simpler Store, da hat mein Store tatsächlich mehr Sales gemacht, hat sehr wahrscheinlich auch mehr Traffic als dieser andere Store gehabt und der Store geht schon weg für $42. Das heißt, ihr könnt sicherlich so einen Store hier zusammenstellen. Natürlich ein deutscher Store wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter weggehen als ein englischer Store, aber diesen Store könnt ihr dann halt über den Exchange Marketplace anbieten und sicherlich schon mal, sagen wir mal, vielleicht nur $100, 200, $300 mit diesem Store hier verdienen, in einigen Fällen vielleicht sogar mehr, wenn ihr natürlich dann ein paar tausend Euro schon an Einnahmen mit dem Store erzielt habt. Ihr könnt hier die cool. unterschiedlichsten Stores... Das ist aber auch wieder, du kannst mit allen möglichen Sachen im Internet Geld verdienen, oder? Das ist doch geil. Finden. Ihr könnt hier auch die unterschiedlichsten Stores anbieten. Zum Beispiel können wir hier auf Business Type klicken und dann auch, wir können sogar genau hier auf Dropshipping Stores draufklicken. Und können es da mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Und wir sehen es auch hier, es gibt unterschiedlichste Produkte, unterschiedlichste Stores. Viele von denen nicht sonderlich professionell. Einige von denen haben gar keine Sales generiert und dennoch werden $500 verlangt. Oder hier. Das ist natürlich schon, statt die dann irgendwie versuchen zu pushen, dass die einfach mal 500 Euro Umsatz gemacht haben, dann können die auch ruckzuck 500 Euro verlangen für. Wäre Umsatz, nicht Gewinn. Ne? Aber wenn der Shop gut ist, Fotos und so, man braucht den einfach nur... Also wir haben mindestens mal ein paar Verkäufe generieren, sollte man schon und dann versuchen zu verkaufen. Ja, da unten ist einer für $2000, okay? Hier zum Beispiel $350, $2000 und nochmal keine Sales generiert. Also einfach euren Shopify Store hier anbieten und anschließend dann hoffentlich auch einen Sale generieren. Versucht euch wirklich Mühe zu geben bei den Beschreibungen, versucht euch Mühe zu geben bei den Materialien, die ihr tatsächlich liefert, damit halt Leute einen Einblick bekommen in diesen Store und versucht natürlich aber auch, den Store anbietet, schon mal doch ein paar Sales vielleicht im Store zu generieren. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ein paar, das ist mindestens. Bei null Sales kann man sicherlich auch nochmal einen Verkauf hier über den Exchange Marketplace generieren, aber besser ist es schon, wenn der schon ein bisschen Umsatz erzielt hat, der Shopify Store. So, dann die nächste Website ist diese hier namens Flipper. Flipper ist eine Plattform, wo du halt unterschiedlichste Businesses kaufen kannst und natürlich auch verkaufen kannst. Stimmt, habe ich auch schon vor ein paar Jahren mal gesehen oder so. Ist eine sehr, sehr geile Seite. Natürlich bei ein paar Sachen ein bisschen englischsprachig lastig, wie viele Seiten oder so, aber ja, kannst du auf jeden Fall was Cooles kaufen.
Guck da einfach mal drauf. Wenn du kein Business von null aufbauen möchtest, ja, warum nicht? Einfach dazu wie oben auf Sell Now klicken und dann kannst du halt hier deine URL eingeben. Zum Beispiel in meinem Fall wäre das jetzt hier t-shirtbeispielstore.de und dann könnte ich jederzeit, indem ich halt hier sage, okay, es handelt sich dabei zum Beispiel um Shopify Store, könnte ich halt genau diesen Store hier anbieten und würde dafür Angebote bekommen. Das ist eine weitere Website. Wir können ja hier oben einfach mal auf Shopify eingeben. Und sobald wir es getan haben, werden wir hier alle möglichen Shopify-Stores finden. Zum Beispiel sicherlich auch im Merch-Bereich oder hier Juicing Know-How. Ich denke mal nicht, dass es eigentlich ein Shopify-Store ist, aber anscheinend doch Juice E-Book Shopify Store for Sale. Interessant. Dann zum Beispiel riverlifeshop.com. $25.000. Net Profit gerade mal 521 pro Monat. Dann hier, dieser Store hat keine Sales generiert. Die wollen $85 dafür haben. Der hier 13.000, 60.000, $20. Aber $20? Campingebook.com. Das ist doch lustig. Nein, campingebook.com. Die Domain kostet $5 oder was? Hat da einer geboten? Das ist doch eine coole Domain. Wenn du jetzt, also... Und so weiter und so fort. Und zum Beispiel auch in diesem Fall hier $300 für den Store, gerade mal $31 pro Monat gemacht. Aber es ist die Domain dabei, ne? Also wir, du musst auch rechnen, die Domain kostet vielleicht auch, wenn die Domain cool ist und du willst diese Domain haben und es ist eine .com-Domain. Ja. Hat, also... Wie gesagt, viel Geld für etwas, was sehr, sehr wenig abgeworfen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Stores hier auch verkauft werden. Wir können ja mal hier auf View Listing draufklicken und das uns ein bisschen genauer anschauen. $300 für diesen Store hier. Wirklich ein sehr, sehr simpler Store. Natürlich müssen wir uns einloggen, damit wir hier weitere Infos einsehen können. Aber auf jeden Fall einer von den Stores, wo ich auch sage, das kriegt ihr auch hin. Und dann die letzte Plattform ist diese hier namens eEmpire. eEmpire oder Empire Flippers. Das die gibt es auch schon ein bisschen. Da gibt es richtig Projekte, die kosten richtig Kohle. Das ist vor Jahren, das ist, da sind echt so Projekte auch, die ein paar Millionen kosten, gehen dort über den Ladentisch. Das ist eine Plattform, wo ihr halt auch eure Businesses natürlich eigentlich so im amerikanischen Bereich, ne? Aber auch kaufen könnt. Wir sehen es hier, es gibt auch sehr viele sehr große Businesses, die angeboten werden. Zum Beispiel dieses Business hier für 2,345 Millionen. Das heißt einpacken, sofort mitnehmen. Naja, ganz ehrlich, ich würde kein Business kaufen für 1 Million oder so. Es sei denn, das ist wirklich etwas, was einfach passt. Und dann da musst du, also ich würde mal sagen, so bei 50.000 oder so solltest du schon in die Bücher reingucken. Na, auch Verbindlichkeiten, also es ist ja jetzt so ein Dropshipping-Shop oder so zu kaufen mit einem Domain oder so. Für 50 da ist es okay, aber wenn das ein Projekt ist, dann ist es ja manchmal schon eine Firma. Ne? Also du kannst ja auch so ein Projekt manchmal schwer aus so einer Firma rausholen, auch rechtlich, was ist mit den Daten und so, müssen Verträge gemacht werden und. Da solltest du schon aufpassen und ich würde sagen, mindestens mal bei 50.000 oder so, vielleicht auch schon früher, da muss ein Anwalt richtig rüber gucken, was das für rechtliche Folgen für dich hat. Ne? Vielleicht haben die gerade eine Abmahnung bekommen, sind gerade eine Klage und du kaufst dann auf einmal den Dreckstall für viel Geld, hast das Geld überwiesen und hast die Klage am Hals oder so. Manchmal bahnt sich sowas ja auch vorher an und die verschweigen dir das oder so. Also da solltest du echt, wenn du sowas mal machst, das ist puh. Dieses Business hier wird natürlich ja, jetzt nicht unbedingt euer sein. Ich denke mal nicht, dass ihr euer Millionen-Business hier verkaufen möchtet, aber ihr könnt sicherlich auch eure Stores hier verkaufen. Einfach wie gesagt hier auf Sell Your Site klicken, anschließend dann hier anmelden, den Store reinstellen und dann natürlich auch darauf warten, dass eine Anfrage kommt. In vielen Fällen wird es so sein, dass ihr erstmal Gebote bekommt, dass die Gebote natürlich unter dem liegen, was ihr gerne für den Store haben möchtet. Aber selbst wenn ihr zum Beispiel nur einen Huni oder sowas für den Store bekommt, wäre das schon, denke ich mal, gar nicht so schlecht, wenn der so simpel ist wie dieser hier. Ich habe viele Domains auch einfach so gekündigt oder so. Oder auch so Projekte eingestellt, weil 100 Euro ist ja nichts. Ne? Also du musst ja die Daten auch übertragen oder so. Ne? Also du musst einen KK-Antrag zustimmen und dann musst du eine Sicherheitskopie machen, musst das dann halt vielleicht sogar auf den anderen seinen Server installieren oder gibst du denen dann die Daten oder er holt sich die selbst runter vom Server und so. Das ist ja schon ein paar Stunden Aufwand. Ne? Also je nachdem, bei Shopify ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders. Die Übertrag oder so, oder auch wenn du halt eine Facebook-Fanpage überträgst nur oder so kleine Projekte, geht das einfach, ne? Aber wenn das eine Webseite ist, auf WordPress-Basis oder so, und oder du verkaufst den ganzen Account oder so, da muss das auch nochmal der Inhaber des Accounts übertragen werden. Also das ist schon ein bisschen Arbeitsaufwand und für 100 Euro ist es dann halt echt wenig. Wir mal gucken, was es so bei Shopify oder so ist, ob man das so einfach übertragen kann.
mit 2-3 Minuten Arbeit, dann kannst du so etwas machen. Alles andere überleg dir, ist das viel Arbeit und hast dann so einen Stundenlohn von 5 Euro, weil du dann den ganzen Tag dran bist. Der Kunde hat dann wieder Fragen, weil irgendwas nicht funktioniert und darfst du den Shop so verkaufen oder hast du da eine Klausel drin, dass der Kunde natürlich die lizenzpflichtigen und lizenzfreien Bilder, du verkaufst ja nicht die Rechte an den Fotos, an den Texten, wenn da Standardtexte sind, irgendwo von einer anderen Webseite und so, was da wirklich im Verkaufspreis drin ist. Okay, da solltest du echt überlegen. Wenn ihr natürlich komplexere, größere, kompaktere Stores auch habt, dann könnt ihr sicherlich damit Tausende von Euro erzielen und dementsprechend auch einiges daraus machen und vielleicht sogar auch ein richtiges Business daraus machen, Shopify-Stores zu erstellen und diese gar nicht dazu zu verwenden, um sich jetzt mal Sales zu generieren, sondern... Wenn du das wirklich gut kannst, mach das selbst. Also ich würde ja auch... mach das selbst. Also wenn du die wirklich profitabel hinbekommst und dass die Leute da halt gerne kaufen und es funktioniert alles und... Mach das Business selbst. Das bringt dir doch in 1-2 Jahren noch Geld. So hast du nur einmal einen Erlös. Die Stores anschließend an andere Leute zu verkaufen, zum Beispiel halt über den Exchange Marketplace oder zum Beispiel halt über Flipper oder zum Beispiel halt eFlippers bzw. Empire Flippers. Genau, übrigens, wenn ihr lernen möchtet, wie man Shopify Stores erstellt, dann kann ich euch sehr meinen Shopify Meisterkurs empfehlen. Das ist ein riesiger. So, das war's mal wieder. Mein Name ist Michael Kotze, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch 2 weitere Videos für dich. Check die auch ab. Abonnier meinen Kanal und ich bin raus. Ciao.